Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat November. Der Geschirrspüler läuft. Der Geschirrspüler läuft im Hintergrund, aber ich hoffe, ihr hört das nicht so sehr, da ich das Mikrofon heute dran habe. Und wir wollen auch direkt beginnen, denn ihr habt es auf dem Thumbnail bestimmt schon gesehen, dass es doch eine Menge Bücher sind. Versuche es nochmal, euch in die Kamera zu halten. Ich habe hier auch einen Schuber mit dabei. Ich beginne einfach mal mit dem Buch, das ich bereits gelesen habe und zu dem gibt es auch schon eine Rezension. Deswegen sage ich da nicht mehr allzu viel drüber und dann gehen wir langsam hinüber zu den anderen Büchern, die noch ungelesen sind, beziehungsweise eines davon lese ich im Moment gerade. Zu Beginn habe ich hier ein kleines Büchlein aus dem Verbrecherverlag. Das war auch ein Rezensionsexemplar einer georgischen Autorin, Naira Gelashvili. Ich fahre nach Madrid. Das ist eine Novelle, in der es hauptsächlich um Sozialismuskritik geht. Die Veröffentlichungsgeschichte ist ja auch sehr, sehr interessant. Dazu sage ich in meiner Rezension noch ein bisschen mehr. Und es geht um Sandro, der jedem etwas anderes erzählt. Der manchen Menschen sagt, er fährt nach Madrid. Was in den 80ern nicht einfach so möglich war, wenn man in Georgien lebte. Oder anderen erzählt er, er muss auf eine Dienstreise. Seinem Chef sagt er, er muss sich um seine kranke Mutter kümmern. Und eigentlich reist er dann in ein Krankenhaus, um ein bisschen herunterzukommen. Er weist sich dort selbst ein und dann entspinnen sich ja, interessante Begebenheiten mit dem Chefarzt und mit dem ganzen Krankenhauspersonal. Ich habe ja in diesem Monat einen Knausgurt gelesen aus der Welt und die My Struggles-Reihe, die habe ich auf Englisch, die steht noch ungelesen bei mir. Also zumindest die ersten drei Teile habe ich schon da. Und dann hatte ich Lust darauf bekommen, doch auch mal mit der Reihe zu beginnen, habe dann nachgeschaut und musste feststellen, dass die Ausgaben, von denen ich die ersten drei Teile habe, dass die hier nicht mehr verlegt werden und wollte mir dann die anderen noch zusammensuchen in dieser Ausgabe. Habe auch gedacht, ich hätte sie gefunden. Ich habe Band 4 und Band 5 bestellt. Band 4 ist noch nicht bei mir. Ich weiß noch nicht genau, welche Ausgabe das sein wird. Und Band 5 kam zu mir, aber leider in einer anderen Ausgabe. Some Rain Must Fall. Ich habe die eigentlichen, die schwarzen Ausgaben mit Knausgårds Gesicht von drauf. Von den ersten drei Teilen hat dann gehofft, denn so war das auch online dargestellt, dass das auch die gleiche Ausgabe sein würde, auch wieder schwarz mit seinem Gesicht drauf. Aber ja, leider aus dem gleichen Verlag, Vintage, ist das hier die Neuauflage. Ich werde sie halt dann jetzt einfach so zusammensammeln, die ersten drei in einer anderen Auflage und dann die letzten drei in dieser. Ich habe mir außerdem auch bestellt Hood Feminism von Mikki Kendall. Das Buch habe ich ganz oft im englischsprachigen BookTube-Bereich gesehen im Rahmen des Nonfiction November. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr interessant. Hier steht schon vorne drauf, das könnt ihr schon sehen: Notes from the Women, White Feminists Forgot. Und hier wird eben Feminismus mal von einer anderen Seite her beleuchtet und auch kritisch gesehen, wie die Feminismusbewegung auch wiederum manche Frauen einfach nicht mit einbezogen hat. Als nächstes kommen jetzt noch Rezensionsexemplare. Das hier lese ich aktuell gerade und schaut euch mal dieses Cover an. Also ich finde, das spricht mich ästhetisch unheimlich an. Das ist der dritte Teil der Cromwell-Reihe von Hilary Mantel. Mit dem Buch war sie auch wieder nominiert für den Man Booker Prize dieses Jahr, hat aber im Gegensatz zu ihren ersten beiden Teilen mit diesem Buch den Preis nicht gewonnen, ist nicht mal auf die Shortlist gekommen. Aber mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich fand die ersten beiden Teile schon unheimlich interessant. Historische Romane sind ja eigentlich nicht ganz so häufig bei mir zu sehen, aber das ist literarisch auf so einer hohen Ebene. Das macht so viel Spaß zu lesen, ist gleichzeitig super spannend. Und wir begleiten hier eine Person, die zum einen mal in einer wirklich sehr interessanten Zeit gelebt hat, in der ich niemals leben wollen würde. Thomas Cromwell, der für Henry VIII. Eine Art Berater war und der dann auch mit zugegen war, als Henry dann so ein wenig ausrastete und eine Frau nach der anderen haben wollte. Und Thomas Cromwell musste sich dann auch überlegen, wie er die anderen Frauen dann aus dem Weg schafft. Ja, eine sehr dunkle Zeit.
Und Cromwell wird hier von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus betrachtet und es wird ihm hier einfach ein riesengroßer Raum gegeben, um auch verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit hier herausarbeiten zu können und ihn nicht einfach nur als den Schergen Henrys darzustellen. Und dann kommen wir zu meinem Großprojekt für den Winter. Ich hatte mir schon seit langem mal vorgenommen, mich mit Marcel Proust auseinanderzusetzen. Und im Reklamprogramm für den Herbst 2020 habe ich dann auch meine Chance gewittert. Und jetzt wird es einfach mein Projekt für die nächsten bestimmt ein paar Monate, denn das ist einfach riesig. Ich werde beginnen mit diesem Sachbuch über Marcel Proust, auf der Suche nach Marcel Proust, ein Album in Bildern und Texten. Jetzt steht ja gar nicht drauf, von wem das herausgegeben wurde. Aber ich glaube, das war vom Übersetzer. Ich blende es euch einfach mal ein, wenn ich den Herausgeber finde. Das ist eine Sammlung, wie schon der Titel sagt, von verschiedenen Bildern und auch Texten von und über Marcel Proust, über seine Familie. Und so lernt man einfach den Menschen und sein Leben ein wenig näher kennen. Und wenn ich mich dann ein bisschen besser über Marcel Proust, mit Marcel Proust auskenne, dann werde ich zu diesem Schuber hier greifen. Das ist sein riesiges Werk in 7 Bänden, hier in 3 Büchern vereint, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich finde, das sieht unheimlich schön aus. Der Schuber gefällt mir extrem gut. Und es sind aber über 4000 Seiten. Also hier werde ich doch eine ganze Weile dran sitzen und damit beschäftigt sein. Ich habe aber wahnsinnig viel Gutes darüber gehört. Man muss einfach aber ein bisschen Geduld mitbringen und man muss wohl auch Ausschweifungen lieben. Denn es geht zum einen um Erinnerungen des Menschen und wie die aktiven Erinnerungen einfach nie das Erlebnis so wiedergeben können, wie es einmal war, aber die eher passiven Erinnerungen, die einfach dann aufkommen, wenn man ja irgendeine sensorische Wahrnehmung hat, einen Geruch wahrnimmt oder irgendetwas hört, was einen an ein anderes Erlebnis erinnert, dass diese dann viel stärker sind und dass man die aber einfach nicht steuern kann. Und dann wird ganz viel über Gesellschaft und Philosophie und was nicht alles noch mit eingeflochten, sodass man dann hier auf über 4000 Seiten kommt. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, um was es denn dann hier am Ende geht und was alles in diesen Büchern zu finden sein wird. Ich denke, das ist wirklich so ein Lebensleseprojekt und ich freue mich sehr darauf. Ich bin, wie gesagt, wahnsinnig gespannt, was mich da erwartet. Und das waren die Bücher, die bei mir im November einzogen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Vielleicht kennt ihr ja auch eines der Bücher. Oder auch mehrere. Habt ihr schon Proust gelesen? Habt ihr euch schon an dieses riesige Werk herangewagt? Vielleicht auch in einzelnen Bänden. Ich habe gelesen, dass man das auch eher unabhängig voneinander lesen kann. Allerdings ergibt es wohl erst mit den letzten beiden Bänden dann wirklich einen Sinn. So habe ich es in einigen Rezensionen gehört. Ja, Hilary Mantel ebenso. Ich denke auch eine sehr bekannte Autorin und mich würde auch interessieren, ob ihr sie schon gelesen habt, wie ihr sie findet. Ich bin wirklich gerade ja ganz fasziniert in diese Zeit eingetaucht und liebe ihren Schreibstil. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen zweiten Advent, jetzt, wenn das Video hochgeladen wird, und hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Tschüss!